Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Facebook-Magazins. Und heute ist er hier, Simon Halsey, unser Chefdirigent. Ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir freuen uns sehr. Wir haben gestern ein Konzert gehabt, bei dem Sie dirigiert haben. Mhm. Harveys Weltethos. Wie fanden Sie das Konzert? Well, ich finde das Konzert gut. Ich persönlich war ein bisschen ängstlich, weil was ich selbst machen ist auf der einen Seite relativ einfach, 1, 2, 3, 4. Auf der anderen Seite muss ich mit Simon Rattle oft treffen auf ein 1. Und alles ist gut gegangen, so ich freue mich sehr. Ich glaube, der Rundfunkchor hat exzellent gesungen. Das Stück ist nicht besonders schwierig, aber wir haben ohne Frage genug Probezeit gehabt. Und ich glaube, wir haben ein gutes Job getan. Ob das Stück, ich weiß nicht jetzt, was mein Gefühl über das Stück ist. Es gibt viele Dinge, die sehr, sehr schön sind. Und die Musik kommt wunderbar zusammen mit Berliner Philharmoniker und mit dem Kinderchor. Aber ich brauche ein bisschen Zeit zu wissen, ob es ein Meisterwerk ist oder nicht. Das geht uns ganz genauso. Eigentlich hatten wir auch gestern das Gefühl, wir haben eine großartige Arbeit getan und hatten im Grunde auch ein bisschen Spaß. Ich habe sehr viel Spaß mit rhythmischen Stücken und wir haben ja sehr viel geflüstert und wir haben auch geschrien zum Teil, aber auch gesungen. Ja. Und wir werden sehen, wie es morgen geht. Morgen wird noch einmal das Stück Weltethos aufgeführt werden in der Philharmonie in Berlin. Es gibt noch Karten. Karten gibt es auch für das nächste Konzert des, nicht des Rundfunkchors, sondern des sogenannten Liederchors in Zusammenarbeit mit dem Embassy Choir von Berlin. Das wird am Montag stattfinden im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Das ist eine sehr schöne Reihe, die Sie ins Leben gerufen haben. Ja, wir machen Liederchor zum 5. oder 6. Mal, glaube ich. Der Liederchor ist ein Chor von Businessmen, die kommen mit uns, und natürlich Businesswomen, die kommen mit uns zu musizieren einmal im Jahr. Wir arbeiten sehr intensiv. So die Idee ist, die Sänger, Sängerinnen, die kommen, haben einen Eindruck, wie es ist, Profisänger zu sein, wie wir arbeiten. So, der Chor ist schon begonnen vor 5 Minuten, hat Proben heute 6 Stunden, morgen 6 Stunden, in Zusammenarbeit mit meiner Arbeit mit dem Rundfunkchor, mit Harvey. Dieses Wochenende, ich habe viel zu tun. Diese Zusammenarbeit mit den Embassy Singers ist auch ganz spannend und interessant. Der Embassy Singers ist ein Chor von Leuten, die arbeiten mit der British Botschaft und auch Translators und so weiter, die arbeiten für Government hier in Berlin. Und wir machen ein Projekt von Alte Musik, eine Messe von Victoria und auch South African Neue Musik und Brahms. So, und das Projekt war, das Ziel ist zuerst, Musik zu machen und Spaß zu haben. Und oft, das Niveau ist unglaublich hoch. Aber dieses Jahr werden wir sehen, viele in dem Chor sind neu. Mhm. Und das Projekt erneuert sich jedes Jahr. Es hat ein neues Gefühl jedes Jahr. Und ich beginne heute Abend, Freitag. Und am Montag, ja, weiß ich, wie es ist dieses Jahr. Also was die Sänger des Embassy Choir anbelangt, so waren wir sehr überrascht. Wir waren mit einigen Sängern des Rundfunkchors schon bei einer dieser Proben dabei und sie sind sehr gut einstudiert, haben sich sehr gut vorbereitet und wir freuen uns sehr auf dieses Konzert. Also, Samstag das Konzert noch einmal mit Jonathan Harveys Weltethos in der Philharmonie. Am Montag das Konzert mit dem Liederchor und den Embassy Choir Sängern. Wir freuen uns sehr auf beide Projekte und was in Zukunft ansteht, werden wir, wenn Sie gestatten, sehr gerne wieder mit Ihnen besprechen. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Bitteschön. Und tschüss.